Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Webinar Guten Morgen DAX-Index zur vorbörslichen Marktvorbereitung vor dem Xetra-Start. Mein Name ist Aaron Raduschowski von Admire Markets. Ich heiße Sie auch noch einmal herzlich willkommen. Und bevor wir starten, gehören mir die ersten 2, 3 Minuten der Proforma-Dinge dieses Webinares. Deshalb machen wir auch gleich weiter mit unserem Risikohinweis. Bei Admire Markets geht es selbstverständlich immer um Forex und CFDs. Und das sind Hebelprodukte und bei allen Hebelprodukten ist es gleich. Der Hebeleffekt multipliziert Ihre Gewinne, aber auch die Verluste, sollten Sie sich einmal auf der falschen Seite vom Markt befinden. Bitte heute nichts als persönliche Anlageberatung missverstehen unsererseits. Es geht darum, dass Sie heute mit dem Heiko Behrendt zusammen die Märkte screenen, sich vorbereiten und bitte deshalb nichts als persönliche Anlageberatung, auf Neudeutsch auch Execution Only, missverstehen von unserer Seite. Ja, dass Sie zum Heiko Behrendt auch mal ein Bild haben, haben wir diese Folie für Sie. Das ist unser Heiko Behrendt, mit dem Sie jetzt sich vorbereiten auf die Märkte, auf den Start der Märkte. Sie schauen ihn über die Schulter, wie er die Märkte screent und schauen sich gerne Tipps und Tricks mit an, wie man so vorgehen kann, um den Tag am Montag heute dann zu starten. Ja, reden ist bekanntlich Gold. Sie haben die Möglichkeit, über 10 kostenlose Live-Webinare die Woche mit uns zu erleben. Und ja, das ist eines unserer Webinare, was Sie natürlich jetzt gleich im Anschluss mit uns erleben. Nachfolgend um Punkt 10 geht es dann weiter. Da können Sie natürlich auch wieder mit dabei sein. Mittwochnachmittag möchten Sie auch gerne mal vorbeischauen, wenn Sie mögen. Dann geht es darum, einmal die Handelssoftware, die wir Ihnen präsentieren und anbieten, auch mal zu sehen, zu testen, beziehungsweise sich auch Tipps und Tricks von uns abzuholen, wie man damit handeln kann. Und da können Sie natürlich auch gerne mit vorbeischauen und mal reinschnuppern, was Ihnen so Spaß macht, ob es Ihnen weiterhilft oder eben nicht. Das können Sie natürlich selber entscheiden. Und ja, schauen Sie gerne am Mittwochnachmittag 16.30 Uhr gerne auch mal mit vorbei. Überzeugen Sie sich gerne selbst, machen Sie sich gerne ein Demokonto bei uns auf. Sie handeln den DAX 30 mit einem einzigartigen Spread von 0,8 Punkte typisch zur Haupthandelzeit, haben da keine Stop-Abstände oder Mindesthaltedauer. Und an dieser Stelle sage ich es wie immer, testen Sie uns umfangreich, bevor Sie mit einem Live-Konto weiter durchstarten. Es ist ganz, ganz wichtig, dass Sie Ihre Handelsplattform bzw. unsere neuen Erweiterungen jetzt auch im MT5 beispielsweise kennenlernen, das Ganze dann einmal probetesten, im Demokonto so lange testen, bis Sie sich sicher fühlen. Das ist auch ganz wichtig. Ihre Sicherheit spielt hier eine ganz große Rolle. Und deshalb bitte erst alles testen, bevor Sie dann weiter durchstarten mit einem Live-Konto bei uns. Sollten Sie im Anschluss Fragen haben, können Sie uns natürlich erreichen unter der eingeblendeten Telefonnummer. Gerne auch über die E-Mail-Adresse hier an zweiter Position. Das Video wird selbstverständlich aufgezeichnet und kann dann natürlich nachträglich auf unserem YouTube-Channel nochmal Revue passiert lassen. Sie können natürlich auch uns auf unserem Facebook-Channel besuchen und da gibt es viele weitere Informationen rund um Admire Markets, rund um das Trading und lassen Sie auch gerne dort mal einen Daumen hoch. Da würden wir uns natürlich freuen. Und ja, das wäre es jetzt von meiner Seite. Ich gebe das Zepter ab und sage guten Morgen, Heiko. Wie ist der Stand der Dinge an den Märkten? Wie war dein Wochenende? So, wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen da draußen an den Bildschirmen. Jetzt suche ich nur meinen Bildschirm, da ist er. Ja, Wochenende war es soweit ganz gut. Habe mich noch von meinem restlichen Schnupfen erholt und aber trotzdem konnte das Wetter ganz gut genießen und hatte ein erfreuliches Erlebnis, dass ich nämlich jetzt nach 5 Monaten Coaching am Wochenende ein Abschlussmeeting hatte mit meinen Teilnehmern aus meinem Privatcoaching oder aus meinem privaten Gruppencoaching. Und immer schön, wenn man dann auch mal die Leute, die man sonst nur per Webinar-Software kennt, dann auch mal real kennenlernt. Also war ein schönes Wochenende gewesen. Ja, wir kommen ganz kurz zum DAX-Rückblick vom 15.09., also vom Freitag. Da hatten wir den großen Hexensabbat gehabt und mein Szenario, welches man hier unten rechts sieht, aus dem YouTube-Channel von Admire Markets besagte, dass ich eher von einem Pendeln bis 13 Uhr ausgehe, dadurch, dass die Optionsseite eigentlich relativ gut abgesichert war und auf der Oberseite eventuell die Chance bestünde, vielleicht, dass wir durch die 12.600 gehen. Schauen wir uns den realen Verlauf vom Freitag jetzt nochmal an. Also wie gesagt, der Rückblick zum Ausblick vom Freitag, wenn man das so möchte. Wie gesagt, ich empfehle es jedem immer mal noch die
Videos auch von Admiral Markets dann auch über den Tag nochmal anzuschauen, wenn man jetzt die gewissen Szenarien nicht mehr im Kopf hat oder das nochmal nachschauen möchte. Schauen wir uns das Ganze an, wie sieht's oder wie sieht's nun wirklich aus? Den will ich nicht, will den hier haben. Also schauen wir uns den Freitag nochmal an und zwar auf Basis eines 5-Minuten-Charts. Und da sehen wir, dass der Freitag am Ende eigentlich nichts passiert ist. Wir haben ja am Freitag das Pendeln gesehen um die 12.525, 12.528. Der Markt hat am Vormittag zwar versucht, mal nach oben wegzugehen, aber als er dann kurz über der 12.550er Marke war, also über dem nächsthöheren Basispreis, hat dann doch jemand, der war der Meinung, das ist zu hoch und hat da mal kurz das Verkaufsknöpfchen gedrückt. Und am Ende um 13 Uhr, also 14 Uhr bei Admiral Markets, ist der DAX genau zwischen den zwei Basispreisen 12.500 und 12.550 Punkte aus dem Handel gegangen. Auch danach, der Nachmittagshandel, relativ ruhig, überhaupt nichts los gewesen. Heutige Eröffnung sieht schon wieder extrem positiv aus und wie und was wir denn dort erwarten können, das werde ich euch dann nachher bei den Intraday-Szenarien erklären. Wir schauen uns aber erstmal den Markt wieder wie gehabt von oben nach unten an, damit wir da eine bessere Einteilung finden. Halt. So, jetzt habe ich das nämlich alles auf dem anderen Schirm gerade gehabt, aber ich brauche ja den hier. So. So sieht das besser aus. Gut. Also auf der linken Seite, wie gehabt, ist der Tageschart zu sehen vom DAX. Hier die Einstellung von 8 bis 22 Uhr. Das heißt, wir sehen entsprechende Gaps etwas besser. Der Overnight-Handel habe ich hier ausgeblendet, wie das funktioniert. Da ist in Admiral Markets ganz einfach behilflich. Ansonsten schmeißt man Google an und sucht nach Day Session Indicator Admiral Markets und findet eine sehr gute Erklärung, wie man das einstellen kann. Innerhalb von 5 Minuten hat man das auch selber eingestellt. Kommen wir zum also der Rückblick, den haben wir ja gerade gemacht. Das heißt, die Vola war relativ gering. Was noch hinzuzufügen wäre zum Verlauf vom Freitag, wäre, dass der S&P 500 und der Dow Jones am oder nahe den Allzeithochs geschlossen haben. Werden wir uns dann angucken, dann wenn noch ein bisschen Zeit ist, um da auch noch mal die anderen Märkte mit zu betrachten. Schauen wir uns auf der rechten Seite von Admiral Markets den Wochenchart an und wir sehen, dass der korrektive Abwärtstrend so gesehen, ja, noch nicht 100% verlassen wurde. Es gibt immer noch eine Möglichkeit, dass wenn der Markt unter 12.677 Punkten bleibt, dass wir erneut in eine Abwärtsbewegung auf Wochenbasis gehen könnten. Nichtsdestotrotz zeigen die letzten beiden Wochen sehr starke Dynamik und darum würde ich fast meinen, dass wir tendenziell auch die 12.677 Punkte überschreiten könnten. Von daher könnte sich dann da oder daraus würde sich eine neue Zählung ergeben. Wenn man es ganz eng auslegt, wäre sogar ein mögliches 1, 2, 3 Tief bereits gegeben. Grund ist der, es wurde in einer Kerze sozusagen kein neues Tief mehr gebildet und ein neues Hoch gebildet. Und das ist durchaus schon eines der frühesten Zählungen, wenn in einer Kerze der Punkt 2 und der Punkt 3 enthalten ist. Passiert nicht immer, aber könnte man durchaus so zählen. Also tendenziell geht es darum, wir können festhalten, dass wir im Wochenchart den Widerstandsbereich um 12.350 erfolgreich per Wochenschluss verlassen haben. Wir können genauso feststellen, dass wir aktuell schon über dem Wochenhoch der letzten Woche sind. Und von daher muss man ausgehen, dass wenn die Käufe weitergehen, dass der Markt auch die 12.677 Punkte erreichen kann. Sollten wir die Woche unterhalb des Wochenhochs der letzten Woche handeln, müssen wir schauen, wie könnte sich eine Korrektur auf die letzte Bewegung, die wir jetzt nun gesehen haben, denn erstrecken. Das heißt, wir achten dann darauf, wie kommt der Markt zurück. Je geringer der Markt zurückkommt, desto besser immer für einen Fortlauf der Bewegung. Das muss man dann abwarten. Das denke ich zum Mittwoch, wenn wir am Mittwoch unseren Tagesausblick machen. Da könnten wir dann sehen, wie die Kerze zur Wochenmitte ausschaut und ob wir eher dann schon über oder ja an der 12.677 stehen
oder eventuell in eine Korrektur reinlaufen und dann müssen wir mal sehen, ob man dann dort abschätzen können, wie weit die Korrektur eventuell gehen könnte. Gehen wir rüber in den Tageschart. Im Tageschart sehen wir sehr, sehr gut, dass wir eine extrem starke Bewegung im Markt gesehen haben oder auch noch sehen. Wir sehen erneut, dass der DAX mit der heutigen Öffnung wieder über dem Wochenhoch, welches ja bei 12.567 Punkte lag, eröffnet und am Ende sich das genauso darstellt wie letzte Woche Montag, nachdem wir auch mit einem Gap, ich mache es mal noch ein bisschen größer, damit man es vielleicht ein bisschen besser sieht, als wir ja auch mit einem Gap über dem entsprechenden Widerstandsbereich eröffnet hatten und auch mit einem Gap am 11.9. eröffnet hatten über dem Vorwochenhoch, wo es dann in der Woche dann ja weiter noch nach oben ging. Ähnliches sehen wir heute auch. Wir sind auch hier aus der Konsolidierung der letzten 4 Tage, wenn man so möchte, oder 3 Tage ausgebrochen und notieren nun auch auf einem neuen Wochenhoch. Der Bereich von 12.677 sieht gar nicht mehr so weit weg aus, also relativ nah das Ganze. Und wenn wir da auch noch drüber gehen, dann durchaus weitere Range-Bereiche, die wir höher hatten. Also der Bereich um 12.800 wäre dann das nächste Ziel. Also von daher sieht das ganz positiv aus und hier kommen wir auch oder sehen wir auch sehr deutlich, dass die Korrektur der letzten Woche verhältnismäßig gering war, also sehr gering war, wenn man die letzte Bewegung sieht. Und solange dieses Motto so läuft, können wir eigentlich davon ausgehen, dass der Kaufdruck entsprechend da ist. Wie gesagt, US-Börsen sind ja weiter auf Allzeithochs, der Euro-Dollar steigt jetzt nicht massiv weiter an. Bedeutet, dass hier die Märkte auch vielleicht unter normalen Umständen einfach weiter steigen könnten. Gut, wie könnte die heutige Eröffnung in das entsprechende Intraday-Szenario reingepasst werden? Das schauen wir uns jetzt direkt an. So, wir sehen seit der Eröffnung im DAX heute, dass der Markt direkt ja bei dem Gap oder nach dem Gap in den ersten 5 Minuten, also das, was man jetzt hier sieht, ist ein 5-Minuten-Chart, direkt noch weiter nach oben gestiegen ist. Wir sehen aber auch jetzt, dass keine weiteren Korrekturen gerade drinne sind. Das heißt, wenn man sowas sieht, kann man durchaus unterstellen, dass eventuell eine Kauforder-Markt ist. Und das ist auch mein Szenario 1, dass wir halt eine Kauforder hier im Markt haben, die den DAX vielleicht konsequenterweise in Richtung 12.600 nach oben bringen könnte. 12.600 ist bis 12.612 ist circa der alte Range-Bereich, also das Tief des alten Range-Bereiches. Wenn man hier eine ganze Ecke zurückgeht, würde man dann dieses sehen. Dadurch, dass das aber schon auch relativ lange her ist, bleibt immer die Frage offen, wie gut wird so ein Preisbereich angenommen. Jetzt, wie weit muss ich denn hier noch gehen? Also ist doch eine ganze Ecke, die man hier zurückgehen muss. Da kommen wir jetzt dahin. Also das heißt, wir befinden uns ja hier dann am 12.7., 13.7. und der 14.7. und sehen, dass die 12.611 das Tief vom 12.7., vom 13.7. sind. Also von daher, wie gesagt, das war hier mal so eine Range und das Hoch lag ungefähr bei 12.655 und die Ausläufer, also das heißt die Tageshochspitzen dann im Bereich um 12.677. Daraus leitet sich jetzt das Ganze halt ab. Frage ist aber, was im Juli war oder Juli war, wie stark wirkt das heute jetzt noch auf den heutigen DAX und das müsste man dann schauen. Also das heißt, das ist sicherlich in jedem Chart sichtbar, aber die Frage ist halt, wie stark wird sowas denn noch angenommen oder nicht? Ne? Ja, also es heißt, 12.600 sind wir ja leicht drüber, 12.612 und dann Richtung 12.655 bis 12.677 Punkte. Das ist das Szenario 1, das positive Szenario, wenn wir die Kauforder unterstellen würden. Das heißt, Korrekturen sollten sehr, sehr gering bleiben und sollten dazu führen, dass der Markt dann hier entsprechend weiter nach oben geht, die Widerstände rausnimmt und dann entsprechend den Anstieg zeigt. Im Szenario 1a, das habe ich jetzt schon ein bisschen eingezeichnet, ist es so, dass wir den vorbörslichen Anstieg dann mit der Kasse, die jetzt reinkommt ab 9 Uhr, erstmal unterbrechen. Das heißt,
Die vorbörslichen Werte, die wir jetzt ja machen, beruhen ja ausschließlich auf Annahmen des Futures und eventuell so ein bisschen Getaxer vom Interbankenhandel, also wie man gerade die Aktien erwartet, wie sie reinkommen. Und das legt man gerade mit dem Anstieg hier um. Sollte die Aktien dann aber im realen Handel ab 9 Uhr, wenn die Kasse reinkommt, nicht gar nicht so ganz so hoch kommen, reinkommen, kann es durchaus eine Korrektur geben. Die Korrektur wichtig ist, sollte nicht das Intraday-Tief von heute unterschreiten. Wenn der Markt dann diese Korrektur abgeschlossen hat und sich dann nach oben bewegt, hat er als neues Hoch ja erstmal auch ein neues Tageshoch vor der Brust. Also das heißt, natürlich nach einer Korrektur entsteht ja irgendwo ein neues Tageshoch und dieses Tageshoch oder dieses Intraday-Hoch müsste er dann überwinden, um dann weiter entsprechend steigen zu können. Das wäre dann das Szenario 1a. Das heißt, hier einfach der Anstieg auf der Oberseite nur unterbunden durch ein entsprechendes kleineres Verkaufssignal oder einer Korrektur innerhalb der Trendbewegung. Wichtig, das Tagestief, das Intraday-Tief von heute, welches wir hier bei Admiral Markets bei 12.575 ganz grob haben, wird nicht unterschritten. Man kann auch bereits auch hier an so einer Bewegung dann auch durchaus dann mal das Fibonacci anlegen und schauen, wie weit könnte denn die Korrektur gehen. Und sagen, okay, mal gucken, ob wir, wenn wir 38% korrigiert haben, vielleicht hält ja dann der DAX an und dann schauen wir mal, ob wir dann dort entsprechend weiter steigende Kurse sehen könnten. Im Szenario 2, dann die Alternativvariante wäre, die Kasse kommt sehr schwach rein, wir sehen den ersten Abschwung auf der Unterseite, eine schwache Erholung. Und dann eine fortführende Bewegung auf der Unterseite, die den DAX entsprechend bis an das Intraday-Tief bringt. Das Vorwochenhoch und das Tageshoch vom Freitag liegen relativ nah beieinander bei 12.567 und 12.562. Sollte der Markt dann dorthin kommen, dann entsprechend durchaus die Möglichkeit, dass wir dann auch das Gap eventuell schließen könnten, kann man sich jetzt gar nicht vorstellen, dass der DAX von 12.670 Punkten wieder runterfällt auf 12.530. Hier habe ich noch ein bisschen hinzugefügt, dass es eventuell begünstigt werden könnte, wenn eventuell die Amis am Nachmittag ihre Allzeithochs mal verkaufen sollten. Also es geht nur darum, falls die Amis mal einen Rücksetzer am Allzeithoch machen, könnte das das Szenario 2 begünstigen. Also ansonsten würde ich davon ausgehen, dass wir Szenario 1 oder 1a eher sehen. Natürlich wäre es auch möglich, sollte der DAX reinkommen, er steigt jetzt vielleicht noch bis 9:30 Uhr oder vielleicht auch bis 10 Uhr an und fällt dann nach unten, dann sehen wir das Szenario 1a. Die Frage ist nur, ob er vom Szenario 1a direkt dann wieder in das Szenario 1 wechseln kann. Also das heißt, die Trendfortsetzung kann sich auch durchaus dann ergeben, dass aufgrund der Handelsspanne sich dann, die er jetzt schon vorbörslich gemacht hat, dass sich eine breite Range dort niederlässt und man nach den ersten Anstiegen dann kaum noch weiter steigende Kurse denn sieht, also nach der ersten Korrektur keine neuen Tageshoch mehr sieht und dann der Markt in eine breite Konsolidierung übergeht. Man sollte sich auch durchaus mal den Montag der letzten Woche hernehmen und schauen, wie der so gelaufen ist. Huch. Das könnte auch durchaus ein guter Hinweis sein. Also hier am Montag hatten wir es auch nicht geschafft, das Intraday-Hoch. Da sind wir vorbörslich zwar nicht ganz so stark gestiegen. Das Intraday-Tief haben wir nicht unterschritten, nachdem wir dann das Intraday-Hoch bis dahin rausgenommen hatten. Es hat sich zwar alles ein bisschen hingezogen, kam es dann aber dazu, dass dann aus dieser Bewegung heraus dann eine neue Aufwärtsbewegung entstanden ist. Denn wieder eine lange Korrektur und dann am Nachmittag sogar nochmal weiter stark steigende Kurse sichtbar waren, sodass am Ende der Tag dann hier eine Bewegung hatte von um die 130 Punkte. In der Vorbörse sind wir aber hier nur 25 Punkte gestiegen. Schauen wir uns das Ganze jetzt mal an. Und hier sind wir in der Vorbörse jetzt bereits bei 35 Punkte. Das heißt, wenn wir jetzt hier nochmal nur mal als Beispiel auch nochmal 150 Punkte grob dran setzen, wo kommen wir da raus bei 150 Punkten? Also kommen wir bei 12.726 Punkte raus, wenn der Markt das schaffen sollte. Ne? Gut, also das soweit mal mein Ausblick auf Tagesbasis durchaus. Ja, sollte man darauf achten, nach dem 40-Punkte-Gap sind oder ja, bei der aktuellen Vola sind durchaus zwischen 100 bis 200 Punkte drin. Das heißt, wenn ich jetzt vom Freitagsschlusskurs auch wieder 200 Punkte dran rechne,
Dann sind wir auch bei 12, also über 12.700 Punkte. Das könnte durchaus ein Ziel sein, wenn entsprechend große Marktakteure hier kaufen sollten. Gut, in dem Sinne hoffe ich, dass ich euch jetzt für den DAX erstmal soweit vorbereitet habe. Und die eine oder andere Frage habe ich gesehen, Aaron. Ich habe sie mir jetzt leider nicht durchgelesen. Genau. Wenn du sie mir schicken könntest. Ja, genau. Ich beginne gleich sofort damit. Eine Frage würde jetzt an der Stelle trotzdem nochmal von mir an erster Stelle kommen. Und zwar, was hoffentlich auch die Zuschauer brennend interessiert ist, Heiko, wie verfährst du denn, wenn jetzt der Kurs in eine Zone kommt, wo du mit dem Ausstieg planen musst? Machst du es dann so, dass du die Stops dann hinterherziehst, oder guckst du dir das ganze Spektakel eine Zeit lang an und gehst dann von alleine raus? Wie ist da der Plan von deiner Seite? Weil ich glaube, der Ausstieg ist immer noch eine sehr schwierige Sache, auch für viele Trader, die anfangen mit dem Trading. Vielleicht kannst du da noch mal ein paar Worte zu erzählen. Ja, also der DAX als schwieriger Ausstieg oder der Ausstieg, dass der so schwierig ist, liegt einfach nur aufgrund der Nachbetrachtung, die man der dann erhält, wenn der Kurs weiterläuft. Und da der Mensch schon so sich gerne vergleicht mit dem weiteren Verlauf und daran dann seine Entscheidungsqualität festmacht, was aber ein ganz großer Fehler ist, führt dazu, dass man eigentlich immer denkt, man ist schlecht ausgestiegen. Also selten freuen sich Trader über einen Ausstieg. Und ich sage auch immer zu meinen Coaching-Teilnehmern, freut euch doch über den Ausstieg, denn egal wie ihr es gemacht hättet, es wäre vielleicht gar nicht besser geworden. Oder in der Situation, wo ihr es entschieden habt, war es am Ende eine gute Entscheidung, weil in der Entscheidung, wo wir die Entscheidung treffen, kennen wir ja den weiteren Verlauf noch nicht. Das heißt, man sollte sich damit arrangieren, wie man, was man denn gerne erreichen möchte. Und wenn man einen Plan hat und sagt, ich möchte ein Tor schießen, und das heißt, ich habe ein gewisses Ziel von 10 Punkten oder 15 Punkten oder 20 Punkten, was auch immer, dann bin ich ja bereit auch oder soll ich bereit sein, einfach dort auszusteigen. In dem Trading, was ich mache, ist es das Thema mit dem Stop-Loss nachziehen eher schwierig, denn wenn wir uns allein nur die letzten 4 Tage anschauen, wenn ich da mal angefangen hätte mit dem Stop-Loss nachziehen, hätte ich wahrscheinlich keinen Trade irgendwo über eine weite Strecke gebracht. Klar, in einer starken Trendbewegung kann das gelingen, aber fürs Intraday-Trading ist es eher wichtig, mit Take-Profit zu arbeiten und die Punktziele anhand der Volatilität einzugrenzen, das heißt also auch anhand der Volatilität anzupassen. Okay, vielen Dank, Heiko. Eine nächste Frage von einem Teilnehmer wäre, der Drop um 11 Uhr war doch aber der Verfallszeitpunkt des Euro-Stocks, in Klammern Hexensabbat, kein Verkaufsknöpfchen, hat er hier gesagt. Genau, vielleicht kannst du da noch mal kurz drauf eingehen. Also Verkaufsknöpfchen war schon, sind über 800 Kontrakte in der 5-Minuten-Kerze durchgenudelt worden. Also von daher ist das schon so, dass da ziemlich Druck drinne war. Es war, um es genau zu sein, dadurch, dass ich es gehandelt habe, ein paar Minuten vor 11 Uhr. Man kann es eventuell dem Verfall dazurechnen, aber es war, glaube ich, wenn mich nichts täuscht, 10 Minuten davor. Es ist nur so, beim Verfall, beim Eurostoxx ist es so, es wird ein bisschen anders abgerechnet, aufgrund einer Durchschnittskursbildung und nicht punktgenau. Vielleicht kann man es dazu zählen. Ich hätte es eher so gesehen, also ich habe den Orderflow dazu gesehen. Wir haben auf der Oberseite sehr, sehr viele kleinere Käufe gesehen im DAX und aufgrund dessen, dass die dann abgefüllt wurden, mussten die dann aussteigen, was dazu führte, dass einer hat die Welle angeschubst und die kleinen Trader, die den DAX oder die Optionsseite über die 12.550 haben wollten, wurden sozusagen absorbiert und mussten dann entsprechend aussteigen. Also wir hatten so um die 250 Kontrakte auf der Oberseite immer gekauft, die schön geblockt wurden von der Limit-Sell-Seite. Und als es da wirklich dann nicht weiterging, als allerletztes kamen 27 Kontrakte Market Buy rein. Und als die dann nicht gefüllt wurden, ging es auf einmal kurz 5 Punkte nach unten und dann hat man gemerkt, wie dann das ganze Ding nach unten weggerollt ist. Okay, der Frank hat hier eine Frage und zwar geht es darum, wann beginnst du denn dein Trading, wenn du kein Webinar gibst? Wenn ich kein Webinar gebe, also so meistens warte ich die ersten 5 Minuten ab. In USA warte ich auch immer die ersten 5 Minuten ab und dann gucke ich, dass ich mich so rein groove in den Markt, also dass der Markt ungefähr das macht, was ich erwarte. Und das kann auch durchaus sein, dass ich die ersten 15 Minuten kein Trade mache und dann erst später einsteige. Also es ist schon so, ich möchte erst wissen, was die Kasse so treibt
Und danach entscheide ich dann, ob ich dann einen Trade eingehe, wenn das dann zu meinen Regelwerken, die ich habe, passt. Also das heißt, ich gucke jetzt dann, wenn um 9 Uhr die Kasse aufmacht, wie, ob es die ersten 5 Minuten fällt oder die ersten 5 Minuten stark steigt. Und dann gucke ich, wie sich die Kasse einpendelt und dann fange ich an, die ersten Trades zu machen. Also ich bin kein Trader, wie es andere machen, die ab 8 Uhr handeln. Also da habe ich absolutes Defizit und ich habe einfach aufgrund meiner Auswertung festgestellt, dass es für mich keinen Sinn macht, ab 8 Uhr zu handeln. Von daher lasse ich das. Okay, Heiko. Ein nächster Wunschmarkt wäre jetzt einmal Gold, wenn wir da mal einen Blick drauf werfen könnten, das wäre super. Können wir gerne machen. No problem. Wenn ich's denn, wenn's denn dansen, ich habe es eigentlich immer hier unten offen. Bin ich gerade blind? Ich sehe es War gerade ich nicht. eigentlich auch der Meinung? Ich habe ihn eigentlich auch, glaube ich, schon gesehen heute, Ah, aber da. genau. Ich habe so viele Charts mittlerweile offen. Also beim Gold ist es immer noch so, beim Gold ist immer noch das Thema, ich hätte eigentlich gerne erwartet, dass das Gold hier, nachdem wir die Korrektur gesehen haben, so wie ich es auch eingezeichnet habe, dass der Markt eigentlich ab da dann wieder weiter steigt, also jetzt gar nicht nochmal nach unten geht. Sicherlich würde jetzt spannend werden, das Level um 1.308 bis 1.300 Dollar. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich schauen, ob diese Unterstützung wieder erneut herangenommen wird. Wird sicherlich spannend. Ja, dass der Markt so runtergeht, war jetzt, hätte ich jetzt nicht erwartet. Und da müssen wir mal gucken, ob wirklich oder wie weit der Markt halt wirklich korrigiert für, sagen wir so, für das mittelfristige Kaufsignal, was immer noch ausgerufen ist, wo man einen Preis oberhalb von 1.370 erwartet. Ist natürlich so, dass man das erwartet, aber auch so, da ist es so, auch die ganz Großen, die halt ein mittelfristiges Kaufsignal erwarten, müssen natürlich auch irgendwo ihre Stops und ihr Risiko managen. Und sollten die in die Lage kommen, dass sie ihre Positionen doch zum Teil liquidieren müssen oder über den Future entsprechend abhedgen müssen, kann es durchaus sein, dass der Markt halt dann doch weiter runterkommt, wie man das gerne hätte. Also ja, reicht 1.315 bis 1.300 Dollar wäre sicherlich dann ein interessanter Bereich, um zu gucken, ob dort wir Unterstützung sehen. Aber auch erst wenn man die sieht, dann wäre vielleicht für mich hier die Möglichkeit gegeben, dass wir weiter steigen. Das heißt, wir brauchen ein erstes Anziehen der Kurse, also das heißt einen positiven Tag, einen sogenannten Reversal- oder Umkehrtag, und danach der Folgetag muss dann auch noch zeigen, dass die Hochs, die dann aufgrund dieses Umkehrtags entstanden sind, nicht abverkauft werden, dass es dann weitergehen kann. Also sprich, so wie am 8.8. und dann am 9.8., also Umkehrtag, Folgetag, Folgetag steigen. Und sowas müssen wir erstmal hier sehen. Also das heißt, einen Umkehrtag hatten wir letzte Woche gesehen, am 13., ach, am 14.9. Und ja, da fehlt es dann am 15. mit der Folge Fortsetzung und die dann komplett abverkauft wurde. Und jetzt heute am Montag in der Nacht haben wir dann doch recht schwache Kurse. Ja, und von daher muss man davon ausgehen, dass sich die Korrektur hier noch ein bisschen fortsetzen kann und wir noch nicht unten sind. Okay, Heiko, wir haben den Ausblick noch nicht in den Chat kopiert, wurde hier gerade einmal angemerkt. Vielleicht können wir den Schritt noch einmal machen. Genau, Genau. das machen wir doch. Und dann wären wir heute auch soweit durch. Heiko, erstmal vielen Dank für deine Analyse vom heutigen Tag. Liebe Zuschauer, vielen Dank für die zahlreiche Teilnahme. Und im Anschluss, pünktlich um 10, Punkt 10, geht es dann weiter mit einem neuen Webinar, wo es dann auch wieder um die Vorbereitung geht auf die Märkte natürlich. Und Heiko, wir hören uns am Mittwoch dann wieder, pünktlich um 8:30 Uhr, und dir gehören die abschließenden Worte vom heutigen Tag. Ja, gerade, ich habe noch gerade eine Frage gesehen, betreff, dass der September ein schlechter Monat ist und wir sehen gerade einen ganz anderen Verlauf und da sieht man auch wieder, auch die Statistik irrt sich durchaus. Auf der anderen Seite muss man sagen, bis Ende September ist auch noch ein bisschen Zeit, also kann noch viel passieren. Aber ganz klar ist, der Monat macht aktuell nicht das, was er die letzten 30 Jahre im Schnitt gemacht hat. Und von daher sollte man, egal was man für Informationen hat, auch meine Informationen, immer schauen, ob es so läuft, wenn denn die Börse offen hat. Und ja, schaut einfach darauf, wie der Markt die heutigen Ziele abarbeitet. Versucht das in Einklang zu bringen mit euren Szenarien, mit meinen Szenarien. Und dann freue ich mich, dass wir uns am Montag, ach Quatsch, am Mittwoch um 8:30 Uhr wiederhören oder wiedersehen. Ja, und wünsche euch für den heutigen Tag einen erfolgreichen Start. Ich werde jetzt das Ganze auch versuchen, meine Analyse erfolgreich im heutigen DAX-Trading in meinem Premium-Service umzusetzen. Und dann bis Mittwoch. Ich darf mich verabschieden und bedanke mich für das wahnsinnige Interesse weiterhin an meiner Serie. Bis dahin, tschö mit Ö, euer Heiko.